Also entweder irgendwas über viele SQL oder ich mache die Smooth Slides von David Cross hier. Oder wir gehen einfach nur. SQL? Moose? Moose. Gut, wenn schon passt. Also ich kenne die Slides nicht, ja, keine Ahnung, schauen wir mal, was da rauskommt. Es ist, glaube ich, ein relativ basic Talk. Also vielleicht überspringen wir da irgendwas. Ich bin schon ein bisschen weiter, geht das hier überhaupt? Ich weiß nicht, wie da weitergeht. Also das ist noch sehr basic, was ist überhaupt ein Objekt? Also wenn wir von vorne anfangen, was ist objektorientierte Programmierung? Das wissen wahrscheinlich alle. Wir packen quasi eine Datenstruktur und ein paar Methoden zusammen und machen irgendwas damit. Das Sinn davon ist irgendwie, dass man die Daten hat und die Abstraktion von den Klassen, von den Methoden irgendwelches Zeugs machen. Wo fängt da das Moose-Zeugs an? Also das ist, glaube ich, zu einfach. Okay, hier geht ein Moose-Zeugs. Okay, Moose. Also gut. Ein modernes, also auch nicht mehr so modern, gibt es schon recht lange, Objektsystem für Perl 5. Basierend auf dem Perl 6 Objektsystem, also wieder so ein Backport irgendwie ein bisschen. Aber ziemlich cool. Eine ganz einfache 0815 Moose-Class. Ich mache eine Package, ich verwende Moose, ich definiere Attribute mit dem Health-Keyword, ich habe meinen Namen. Do you want to? Okay. No, I was given the impression that nobody was standing over there. Okay, yeah. Yes. Because I didn't take know. That place. Do you want it? Okay. So we have Deutsch, okay. Also es gibt Attribute mit dem Health-Keyword, die haben einen Namen. Ist definiert, ob es read-write oder read-only ist. Also mit read-write ist es writable, hat automatisch einen Mutator dabei. Read-only könnte ich es nur lesen. Also natürlich auch eine Lüge, wenn ich das Objekt zurückbekomme, ist es trotzdem ein Hash und ich könnte jetzt irgendwie hineingreifen und drin herum vorwerken, man sollte halt nicht tun. Ist er definiert, was für ein Ding das ist. In dem Fall ist es ein String. Also ist einfach. Dann gibt es hier unten dieses komische No-Moose und Package-Make-Immutable-Zeugs. So ein bisschen Cargo-Cult-Craft-Zeugs. Das No-Moose entladet ein paar von den Helper-Methoden und das Make-Immutable verhindert, dass die Klassen dynamisch angepasst werden können. Weil Moose ist nicht nur ein Objektsystem, es ist auch ein Meta-Object-System. Also das heißt ja, also es ist implementiert Meta-Programming-Sachen, die wirklich cool sind. Okay, habe ich gerade gesagt. Ah ja, okay, macht automatisch auch Strict und Warnings an. Also wenn ich Use Moose sage, habe ich automatisch Strict und Warnings angedreht. Oh, das habe ich gerade alles gesagt. Bla bla bla. Ja, also ich kriege automatisch die Accessoren, ich habe Read-Only und Read-and-Write. Ja, das ist auch alt. Habe ich auch schon gesagt, also No-Moose entexportiert die ganzen Sachen aus dem Namespace wieder raus und das Make-Meta-Mutable verhindert Änderungen an der Klasse. Das macht es angeblich ein bisschen schneller. Wenn man es verwenden mag, verwendet man es wie eine ganz normale Perl-Klasse, also von außen ist es wurscht, ob ich jetzt eine ganz normale, gebläste, handgeschriebene Klasse mache oder ein Moose-Ding. Ich verwende es einfach, sage New drauf, gebe die Dinger hinein, die Attribute, die ich indizieren mag und kann über Methoden des Zeugs aufrufen. Eine Subklasse, gut, das weiß auch jeder, das ist eine genauere Implementierung von einer generischen Klasse. Overriding sozusagen ist ein Kernfeature von Subklassen. Das heißt, ich habe eine generische Klasse, ich habe eine Unterklasse und kann in der entweder Methoden aus der überen Klasse ändern im Verhalten oder ich kann neue Methoden dazufügen. Okay, da haben wir einen Delek, der einen Alien extendet. Das heißt, der Delek ist eine Subklasse von einem Alien. Und ein Delek hat zusätzlich zu dem Namen auch eine Accuracy. Das ist eine Number, im Gegensatz zum String, den wir vorher gehabt haben. Und außerdem hat er eine Exterminate-Methode, logischerweise, wo er dann exterminate sagen kann und trifft oder nicht. Okay. So, jetzt kann ich einen Delek so initialisieren und der kann jetzt mehr als der Alien. Also es ist quasi ein genaueres Objekt sozusagen. Das Alien ist noch sehr generisch, Delek ist konkreter. Okay. Okay, anscheinend will er haben, dass der Delek immer nicht nur den Namen hat, sondern auch Name something. Das heißt, wir wollen jetzt die Name-Methode overriden. Da kommt eines von diesen coolen Features von Moose ins Spiel. Method Modifiers, also ich habe die Methoden, die es so gibt, und es gibt Before, After und Around Method Modifiers, mit denen ich die Methode modifizieren kann. Das schaut so an, ich sage zum Beispiel Around Name, gebe eine Subroutine an. Und jedes Mal, wenn ich jetzt
neben Aufruf wird zuerst das Around-Zeugs aufgerufen. Ja. Also der Calling-Syntax ist ein bisschen seltsam. Ich habe zuerst Original, das ist das Ding, was eigentlich aufgerufen wurde. Also das ist die Referenz auf die Methode, die eigentlich aufgerufen werden sollte. Und die Klasse und den ganzen Rest, da ist weiterhin Add Underscore drinnen. Das heißt, wenn ich jetzt in der DD-Klasse dieses Name-Ding mit diesem Method-Modifier umpacken mag, mache ich das so, dass ich dann einfach sage Return DLEG und dann rufe ich Class Original Method Add Underscore auf, um sozusagen, das ist das, was im normalen objektorientierten Ding oft super wäre. Ja? Also ich möchte die originale Implementierung weiter oben aufrufen, die davor war. Und auf die Art kann ich immer sozusagen den Name aufrufen und halt DLEG davor geschrieben haben. Was da jetzt nicht ist, es gibt dann auch noch Before und After. Die funktionieren im Prinzip gleich, aber die können nicht den Rückgabewert ändern. Also die kann ich eher aufrufen, um irgendwelche Logging-Sachen zu machen zum Beispiel. Ja? Attributes. Okay. Also Attributes werden hier eben definiert, das haben wir jetzt vorher schon gesehen. Und jedes Attribute hat einen Haufen Properties. Is und Isa sind die Properties. Es gibt noch viel mehr andere. Es gibt noch viele Properties, die man so machen kann. Mal schauen, welches jetzt kommt. Okay, haben wir eh schon gesagt. Okay. Nicht so spannend. Man kann auch, wenn man mag, aber es finde ich semi-pointless, extra Reader- und Writer-Methodennamen definieren, wenn man das will. Also viele Möglichkeiten, bisschen langweilig. Okay, also ich finde, one method name is enough und deswegen interessiert mich das nicht so wahnsinnig. Aber es gibt viele Sachen, die man machen kann. There is more than one way to do it. Interessanter ist dann das require zum Beispiel. Da kann ich sagen, okay, dieses Attribut ist required. Das heißt, es muss beim Anlegen der Klasse, also beim Initialisieren von dem Objekt übergeben werden. Wenn ich den Alien ohne Namen initialisiere, exception. Mit einer inzwischen auch schon halbwegs hilfreichen Fehlermeldung und nicht nur einem 7 Kilometer langen Stack-Trace. Aber ja. Man kann auch Default setzen, so wie da zum Beispiel. Also ich sage, okay, Default ist 0,5. Das heißt, wenn ich das Ding nicht übergebe, wird defaultmäßig auf 0,5 übergeben. Oder eine Subroutine Reference. Das Subroutine Reference ist sogar notwendig. Kommt das dann noch? Ah, okay. Gut. Was oft noch viel cooler ist, als ein Default zu übergeben, ist eine Builder-Methode. Das ist einfach eine Methode, die den Default baut. Okay? Ich sage, Accuracy hat einen Builder, das ist ein Name von einer Funktion oder Methode, und die rufe ich dann auf und die macht irgendwas. Ist deswegen besser, weil ich es subclassen kann. Also wenn ich den Default Inline definiere, ist der so und der ist hardcoded drinnen. So könnte ich in einer Subclass von einem DLEG die Build-Accuracy-Methode overriden und dort irgendwelche anderen Sachen machen. Ja? Rand mal 2 zum Beispiel zurückgeben. Okay, Types. Es gibt einen Haufen internen Types, also Int, Num, String und so weiter und so fort. Man kann dann auch noch eigene Types machen. Also so hier, also muss ich irgendwelche Klassen implementieren und dann sage ich, okay, es gibt einen Subtype Accuracy. Das ist quasi ein Untertype von Number, aber er muss kleiner als 1 sein. Und wenn ich jetzt ein Objekt initialisiere und ich gebe ihm als Accuracy 2, wird das irgendeine Exception schmeißen. Has Accuracy. Okay. Genau, wenn ich sage, ja, genau. Okay. Steht da. Man kann auch quasi Refs übergeben, also ArrayRef und HashRef und so weiter und so fort. Man kann auch ArrayRefs auf Ints und kann sich da irgendwie austoben. Wenn man das macht, wird das wahrscheinlich kommen, genau, man muss halt die Defaults aber in einer Subroutine definieren, weil sonst würde jede Instanz die Referenz auf denselben Array zurückbekommen. Also ist der klassischste Moose-Fehler, man macht ein Array-Dings und macht hier nicht Curly Braces, sondern sagt einfach, Default ist ein Array. Es geht bei der ersten Initiierung gut und dann pusht man was hinein und dann initiiert man das Objekt nochmal und dann hat das dieselben Werte wie das andere Objekt, weil es dieselbe Reference ist oder so. Also wenn man Refs macht, muss man das immer in einen Sub-Block einpacken. Gilt auch für Hashes. Was ist das? Ja, okay, gut. Das heißt, es gibt dieser DLEG hat einen Array of Victims, den er schon getötet hat. Da kann ich Sachen hineinpushen und hier wird halt darauf zugegriffen und sagt, wenn da was drinnen ist, geh die Liste durch und schreib auf, wenn ich alle getötet habe. Gibt es auch für Hashrefs. Die Attribute können auch andere Objekte sein, da wird es dann wirklich interessant. Also wer meinen Talk gestern gesehen hat, hat sehr viel davon gesehen. Das heißt, ich kann sagen, okay, das muss ein Objekt von irgendeiner Klasse sein.
Man kann auch Unions machen, so wie da unten. Also ich kann sagen, das muss das, das, das oder das sein. Es gibt dann, vielleicht kommt das noch, es gibt auch Duck-Typing und so Zeugs. Nein. Also man könnte auch sagen, ich möchte hier irgendein Objekt haben und das Objekt muss diese Methode können. Ja. Also Duck-Typing kennt Sie wahrscheinlich auch. If it looks like a duck and walks like a duck, it's a duck. Also ich könnte nicht NVP-User-Agent hineingeben, sondern irgendein Ding, das eine Get-Methode hat zum Beispiel. Ob das ein NVP-User-Agent ist oder ein fancy Mojo-User-Agent, ist wurscht, solange es das Ding implementiert. Lazy-Attributes, das ist auch ganz cool. Also es ist generell ganz cool, das widerspricht nur dem, was ich gestern gesagt habe. Das sind Attribute, die erst gebaut werden sollen, wenn sie tatsächlich benutzt werden. Ja, also sind faul. Sind vielleicht relativ kompliziert im Initialisieren, deswegen mag man es nicht jedes Mal initialisieren, wenn das Objekt initialisiert wird, sondern wenn man sie wirklich braucht. Das heißt, man markiert dieses Attribut als faul, als lazy und man braucht eine Build-Methode. Das schaut dann so aus, also wenn ich jetzt einen User-Agent, einen Lazy-User-Agent mache, sage ich lazy ist 1. Was ist die Builder-Methode? Und dann habe ich eine Methode Build, die diesen User-Agent baut. Und wenn ich dann irgendwann Self-User-Agent sage, wird das Objekt dann initialisiert, wenn ich es aufrufe. Wenn ich das nie aufrufe, passiert die Initialisierung nicht und ich habe weniger Memory und weniger Processing verschwendet beim Startup. Ist ganz cool, ja, kann man lustige Sachen damit machen. Was vor allem kommt das noch? Okay. Also vielleicht kommt das später noch, was auch ganz lustig ist, dass die, wenn man mit diesen Bildern arbeitet, die Bildmethode kriegt auch das Objekt selber schon. Das heißt, man kann dann auch solche Dependencies hier drinnen bauen, mehr oder weniger. Und ich könnte zum Beispiel sagen, der User-Agent hat einen User-Agent-String, ja, also wie ist der Name von dem Ding? Den könnte ich ihm als Attribut übergeben und könnte dann hier drinnen mit Self auf andere Attribute von dem Objekt zugreifen. Triggers verwende ich eigentlich nie, aber es ist auch ganz lustig. Ich kann einen Trigger machen, wenn irgendwas passiert. Also das Name-Attribut hat einen Trigger und sobald ich auf das Name-Attribut eine Änderung mache, wird dieser Trigger auch aufgerufen. Ja. Constructor, okay, habe ich meinen eigenen Constructor, habe ich ehrlich gesagt noch nie verwendet. Oder ist das einfach das ganz normale Constructor-Zeugs? Achso, nein, okay, sorry. Das ist einfach nur, der Constructor ist automatisch da. Also Moose provided logischerweise den Constructor, der diese ganzen Sachen baut. Macht alle die ganzen Sachen. Und man kann das anpassen, also man kann quasi das Constructor-Ding macht, ändern mit Build und Build-Args. Gibt es da Beispiele? Okay, Build-Args ist dafür da, wenn ich zum Beispiel... Ich habe irgendeinen Legacy-Code oder sonst irgendwas und das ruft new nicht mit einem Hash und einem Array auf. Dann könnte ich jetzt sozusagen dahergehen und, so wie hier unten, sagen, okay, warum soll ich das Name machen? Ich mache eine Liste. Und mit dem Build-Args kann ich dann diese Liste bekommen und umformulieren und irgendwie umbauen auf das, was ich tatsächlich brauche. Das sollte wahrscheinlich jetzt hier sein. Genau. Okay, das ist als Around implementiert. Und dann sage ich, okay, wenn ich ein Array bekommen habe und es gibt nur ein Element, dann sage ich jetzt, das ist der Name. Das heißt, ich munch die Args so um, dass ich jetzt dann hier new aufrufe mit name ist gleich dem einen Wert. Wenn es kein Array war, rufe ich es einfach so auf. Dann hat der User, der das Ding verändert hat, eher einen Hash mir gegeben. Verwende ich auch relativ selten. Okay, dann gibt es eine Build-Methode, das ist einfach so in diesem Lifecycle von dem Objekt, so wie gibt es auch eine Destroy. Die macht einfach irgendwas. Zum Beispiel in dem Fall könnte ich jetzt loggen und sagen, okay, dieses Objekt wurde angelegt, das könnte ich im Objekt drinnen machen, müsste nicht außen draus das machen, sondern kann das innen drinnen machen. Okay, das ist... okay, tatsächlich. Also das Lustigste ist natürlich für das Metaprogramming. Ja, also ich weiß nicht, da wird es wahrscheinlich keine Slides dazu geben. Das Metaprogramming, wie viel Zeit ist noch eigentlich? Hat das irgendjemand eine Ahnung? So viel du haben willst. So viel ich haben will, okay. Ich habe mal, nachdem ich dann zu spät gekommen bin, habe ich dir 15 gegeben, davon hast du noch 36. Okay, also das war mal sozusagen ein super schnell Durchlauf durch Moose-Lights von Dave Cross. Irgendwelche Fragen dazu? Nick? I have a question. It's not the recipe. It expands on something there related to something we had at work. It's to do with duck typing and actually tests. Now, I don't know how we ended up with the position of the test failing. The reason the test failing was because we had some other class for the production system and we had a mock test one that relied on duck typing. So it does not inherit from this one. And the other object had a moose type constructor, I want one of those. Okay. The duck type object obviously does not meet the inheritance thing. It does the interface well enough to test. Yep. And the question to you as the moose expert
relative weight would be. What's the least worst solution to this that you could suggest? Well, I hardly use duct typing. Okay. I'd rather use if it's especially for testing. Yeah. Some of the ugly things I usually do is to in the tests pass in another object, maybe use metaprogramming to dynamically generate a subclass of the thing I'm testing, and faking some methods, and then faking the method the class name. Okay. Yeah. So you think you get an LVP user agent, but in reality you get something, a dynamic class I just generated with some methods, which are maybe specific for this one test, which only return the same stuff you always do. Yes. Or you do that. But then sometimes the problem is if your class says I need something, and you your dependency injection, you put in some mocked thing that is of a different class type, then Moose complains and says, oh, that's not matching. Exactly. So you have, when you generate the fake object, you have to make sure that it reports itself as whatever you expect, which is naughty, but it's testing, so. Yeah. And then I remember why that wasn't going to work, because we probably just faked the DAS and this thing had auto-load. Yeah, I mean, okay. Man sagt auch immer, Mu ist wie Moose ohne Metaprogramming. Also alles, was du bisher erzählt hast, gilt auch für Mu. Ich verwende Mu jetzt nicht sehr viel. Also das kann ich jetzt nicht sagen, ob alles, was ich gesagt habe, für Mu auch gilt. Also jetzt Around und solche Sachen. Weiß das jemand? Verwendet jemand Mu? Ja. Okay. Also ja, Moose hat quasi den Nachteil, dass es relativ groß ist, weil es eben auch dieses ganze Metaprogramming-Zeugs noch dabei hat. Und es gibt eine leichtere quasi Variante, die Mu heißt. Die schneller startet, weniger RAM braucht, weniger Sachen hat und die nahezu kompatibel ist. Ich glaube, es ist kein Drop-in-Replacement. Aber ich habe, also zu Mu selber kann ich nicht viel sagen. Also es funktioniert fast alles 1:1. Es gibt bei den IS-L-Prüfungen, muss man TypeTiny oder sowas nutzen, damit man es so schön hat wie Mu. Aber ansonsten, ich sag mal, zu 90% oder sogar mehr kann man es 1:1 okay. Verwenden. Da habe ich noch eine metersprungene Frage. Ja. Das von meinem Verständnis von objektorientierter Programmierung, das ist alles sehr attributlastig. Gut, das Interessante an Moose ist, dass es halt viele lustige Sachen für die Attribute bereitstellt. Die Methoden sind immer nur Methoden. Also da ändert ja Moose jetzt nichts dran. Also wie du die Dinge machst. Also ich habe hier einen alten Talk, da müsste noch irgendwas über Metaprogramming geben, wenn das jemanden interessiert. Also, es braucht wahrscheinlich Ewigkeiten, bis da irgendwo was Interessantes passiert. Dann spulen wir mal vor. Ja, zu den Methoden, das sind einfach halt Methoden, die musst du eh immer implementieren, das ist dann nicht viel. Gut, es gibt ja diese Extensions, die dann auch das Schlüsselwort Method noch einführen und für die Method dann auch wieder dieselbe Type-Checking der Attribute machen. Muss ich es declare, aber das ja. Verwendet so ein paar etwas. Ja, scary Sachen. Ja. Scary Sachen. Was auch noch ganz cool ist, weil ich da gerade sehe, muss ich es getopt zum Beispiel. Also es gibt für Moose dann noch sehr viele Extensions in dem Moose X Namespace, zum Beispiel muss ich es getopt, wo dann die Attribute als Command-Line-Parameters exposed werden, relativ einfach. Ja, da kannst du ein Skript schreiben und sagst, okay, ich verwende Moose X getopt und dann hast du alle Attribute, die du halt so hast, automatisch in der Command-Line. Ja, da sagst du dann New with Options und tust irgendwas. Ich weiß, das Metaprogramming kommt da wahrscheinlich. Also ja, okay, das ist schon mal, ich bin jetzt irgendwo mitten in einem anderen Talk drin, keine Ahnung. Aber das Coole an Moose ist, also finde ich zumindest, ist, man kann eben auf jede Moose-Klasse, das geht alles in Perl 6 übrigens auch, ja. Und es gibt, also der Stephen Little, der Moose geschrieben hat, hat inzwischen noch zwei, drei andere Meta-Object-Programm-Dinge gemacht, ja. Also das Class-Mob ist rausgenommen inzwischen, es gibt dann irgendein Mob-Ding und jetzt gerade hat er wieder irgendeine ganz weirde Sache gemacht. Egal, aber der Witz ist immer das Gleiche, ich kann quasi auf die Struktur meiner Objekte einfach zugreifen und sie manipulieren mit demselben Syntax, mit dem ich auch auf die Objekte. Also jedes Objekt selber ist wiederum definiert als ein Objekt und die Attribute sind Objekte und die Klassen sind Objekte. Man kann auf alles zugreifen. Zum Beispiel da habe ich davor gesagt, okay, das Class ist die Meta-Class von diesem Ding. Also ich kann auf jede Moose-Klasse sagen, gib mir bitte meine Meta-Klasse. Und auf die Meta-Klasse kann ich dann einen Haufen Methoden anwenden, wie zum Beispiel getAllMethodNames. Ja,
Es geht in Perl 5 ohne Moose natürlich auch. Ich könnte immer jetzt den Stash inspecten und also durch diesen Namespace-Dings durchgehen. Wie heißt das Ding? Das habe ich nicht mehr gemacht. Hm? Heißt E-Stash, ja. Ja, okay, genau. Und da drin, also in diesem mit den Type-Clops herumspielen, aber da hat Moose halt ein etwas schöneres Interface. Und das Coole ist, ich kann dann wirklich eine Klasse haben und kann zur Laufzeit neue Methoden hinzutun. Ja. Oder ich kann Rollen hinzutun. Rollen haben wir noch gar nicht gehabt. Das ist eigentlich noch viel interessanter. Ja. Ich gehe nochmal kurz auf die Moose. Ah, falsches Ding. Wahrscheinlich hier. Findet man besser. Gut, also wir können auch jetzt gerne Pause machen. Also. Wir können auch eine Pause machen. Okay, gut. Ich sehe dich in der Rollenrolle. So, da mal schauen, was da alles drinnen steht. Das ist ein Symbol-Table-Hash, vielleicht ist das so. Hm? Symbol-Table-Hash? Ja, genau, Symbol-Table-Hash, ich sag's. Genau, also das Nette an Rollen sind... Also das Problem an objektorientierter Programmierung und an Objekten ist, dass die Sachen halt nicht in so einer schönen Hierarchie normalerweise funktionieren. Ja? Und wenn man dann irgendwie Subclasses auf Subclasses auf Subclasses hat, um irgendwelches Behavior zu modifieren, endet das immer in einem Chaos. Irgendwann hat man dann auch eine Diamond Inheritance und dann wird es überhaupt furchtbar. Und da gibt es sozusagen Rollen, was nichts anderes sind, wenn man es einfach sagt, finde ich, wie exportierte Methoden. Ja? Also normalerweise, wenn ich functional programmiere, könnte ich mir jetzt Funktionen aus irgendwelchen anderen Utility-Klassen in meine Namespace line importieren. Und die Rollen sind quasi so etwas Ähnliches, nur dass es halt quasi Methoden sind und auch Attribute. Das heißt, ich kann einzelne, also das klassische Beispiel, das haben wir hier, Breakable, das gibt es auch immer mit dem WAG oder so irgendwas. Also wenn ich Funktionalität brauche, die quasi orthogonal zu den Klassenhierarchien irgendwie ist, ja, also ich habe jetzt irgendwie meine Hierarchie und ich habe Sachen, die hat, jede Klasse braucht dieses Ding, aber die Sachen, die ich brauche, haben nichts mit der Klasse an sich zu tun. Klassisches Beispiel ist, ich meine, da ist jetzt Break, aber ist sowas wie Logging. Ja? Ich möchte eine Logging-Rolle haben, damit ich in jeder Klasse irgendwas loggen kann. Könnte ich das als Rolle implementieren? Ich sage einfach use moose role, definiere meine Attribute, definiere meine irgendwelche Sachen und wenn ich es dann consumen mag, also wenn ich die Rolle verwenden mag, sage ich with, so wie hier, also irgendein ein car kann breakable sein und wenn ich das K durch das with breakable werden quasi diese beiden Sachen hier, also das isBroken-Attribut und die break-Methode, in das K hinein importiert. Und da gibt es sicher noch ein anderes Beispiel, hoffentlich. Genau. Ein Bone, also ein Knochen, kann auch breakable, kann auch brechen. Also ich kann den Bone auch with breakable haben und der hat jetzt auch die break-Methode und das isBroken-Attribut. Ja? Wo jetzt ich niemals in einer Klassenhierarchie einen Knochen und ein Auto voneinander erben können würde. Ja? Also das ist ganz cool, um reusable Code auf eine etwas nettere Art zu packagen, als über irgendwelche super komplizierten Klassenhierarchien. Ist inzwischen eh schon, also damals, wie das rausgekommen ist, war das quasi noch relativ revolutionär, sage ich mal. Oder das war auch nicht wirklich, das war eh auch nur eine alte Idee, wieder neu aufgewärmt. Aber inzwischen machen das eh auch alle, also alle Sprachen. Noch zwei Fragen? Warte mal. Ja, okay. Ja, bitte. Ja, also das mag jetzt ein bisschen gemein klingen, im Zusammenhang mit meinem Vortrag. Java hat indirekt eine Abhängigkeit von Moose und zwar über irgendwie ein Notify, das war es mal, als ich das reingezogen habe, ich brauchte das halt für diesen Watch-Mode, habe ich plötzlich gesehen, oh Gott, es dauert jetzt eine halbe Stunde, das zu installieren, weil das halbe C-Pan runterlädt. Das finde ich alles nicht so schlimm eigentlich, für mich ist es halt blöd als Autor einer Software, einer Applikation, dass das die Chance, dass das mal irgendwo gewandelt wird, dass ein RPM oder Debian-Package rausgemacht wird, stark sinkt, weil die müssen halt dann für sämtliche 350 Abhängigkeiten auch ein Package haben. So, was wirst du jetzt als Moose-Experte oder Moose-Fan dazu sagen, wieso ist das trotzdem cool? Wenn ich meinen Open-Source-Code veröffentliche, dann targete ich meinen persönlichen Fun und meine Zeit und da ist Moose einfach, macht einfach so viel angenehmer. Ist mir egal. Also viele Dependencies, davon musst du leben. Du hast selber deinen NPM installiert. Gehabt. Ja, ist genau das Gleiche. Ja. Also, da funktioniert es halt einfach. Die Infrastruktur. Das ist aber einfach ein Hindernis, um das für Distributoren
solche Applikationen, die diese Abhängigkeit haben, so das gibt es auch solche Optionen, die kein Moose hat. Ich glaube, Moose ist inzwischen überall mit dabei. Moose ja, aber die andere Abhängigkeit, also ich habe es jetzt hier zum Beispiel mit MacPorts gemacht, das ist wirklich also 20 Minuten, halbe Stunde oder was war es dran. Und klar. Vielleicht Pläne oder wie Ideen, wie man das vielleicht mal. Ja, also ein Ding bei Moo zum Beispiel als Alternative. Aber wie gesagt, also ich persönlich, wenn ich Code schreibe und auf C-Plan finde ich, ist mir das dann, und ich mag Moose verwenden, verwende ich Moose. Und wenn es jetzt einen Use Case gibt von jemandem, der sagt, nein, er findet das vollkommen untragbar, weil bla, dann kann er ja einen Fork machen und kann es wahnsinnig verwendet. Also ich glaube nicht, dass es Pläne gibt, das wirklich. Nee, also ist auch ja, klingen, ja, nein. Ich finde das auch cool, aber es ist halt ein echter Nachteil, einfach das, weil es halt an aller Software dran. Ja, aber ich finde. Was du auf jeden Fall machen kannst, ist, du kannst den Autor von diesem einen Google anschreiben und fragen, warum es Moose sein muss oder ob nicht Moo eine Alternative ja, ist. Genau. Weil dann hast du natürlich wesentlich weniger Abhängigkeiten. Wenn er natürlich irgendwelche Metaprogramming-Sachen aus Moose nutzt, dann wird das mit Moo eher. Ja. Ich glaube, das ist einer dieser typischen C-Module. Ja, wo halt. Also ich glaube, da gibt es keine Autos mehr anschreiben. Okay. Also ich würde es halt eher neu schreiben. Das ist echt nicht so viel, man braucht da nicht. Aber, ja, ich habe gar nichts dagegen. Einen Trick, dann sagst du dem Geht, Mann, geht's noch mit? Geht's noch? Ja. Du wolltest noch. Ich habe jetzt eine Frage zu Rollen. Ja. Und zwar, also du hast es jetzt gerade kurz erwähnt, ich verstehe Rollen immer oder Mixins als quasi ein Import von einem Modul objektorientiert. Mhm. Da werden einfach Methoden importiert. Was ist da der Unterschied zu einem normalen Import, dass ich sie auch deimportieren kann? Im Prinzip ist es ein ganz normaler Import. Deimportieren geht nicht, aber also Moose bietet halt auch noch so Alias-Funktionen an und so Zeugs. Das kannst du auch alles mit Importern schreiben. Und also du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel hier könntest du, wenn du sagst with breakable, könntest du in dem with breakable Call, also da in dem, also hier, in der Klasse, die diese Rolle verwendet, könntest du sagen, ah okay, ich möchte aber nicht haben, dass es is broken heißt, sondern das soll jetzt ist very broken heißen. Du kannst dann quasi die, also im Import, im Moose bietet einfach an, dass du diese Sachen realisieren, also umändern kannst, exkluden kannst und solches Zeugs machen kannst. Aber ja. Hast du noch eine Antwort drauf, oder? Ja. Dass der zusätzlich außer dem der Eigenschaft, dass es dir quasi dieses Mixing gibt, auch noch die zweite Eigenschaft von der Rolle, dass die Rolle quasi ein abstraktes Interface ist und ja. Vorgibt, ich darf nur angewandt werden, wenn. Stimmt, genau, ja. Mhm. Wenn die Klasse, auf die ich angewendet werde, ja, steht I. Kommt da drunter. Da, genau, richtig, ja, hier. Was sagen muss, das müsste irgendwas haben, was zerbrechen kann. darüber, das erfüllt halt zwei Funktionen, dieses Konzept der Rolle. Wie gebe ich an, dass eine Klasse Break hat? Das wird dann, also wenn die Klasse das, wenn du with sagst, sieht das Moose, okay, die Rolle required Break und Moose inspectet dann die Klasse, die du, weil Moose ja Metaprogramming kann. Inspector, dann habe ich die Function, die so heißt, und dann geht's. Funktion in dem Fall ist dann entweder also Methode. Ist dann entweder ein Attribut, weil das ja im Prinzip macht das ja. Attribut installierte Accessoren dafür, oder eine Funktion, die du selber geschrieben hast, also Methode. Okay, die zweite Frage ist, die Sachen von Moose leben alle auch im Simple Table Hash, im Stash. Ganz normal, die klassische Elektronik. Ja, klar. Ja. Ich verstehe aber jetzt nicht, warum dieses Metaprogramming dann so. Es ist einfach nur ein Interface. Du kannst es, also wie gesagt, es ist einfach ein definiertes, dokumentiertes Interface mit schönen Methoden. Also du kannst wirklich, also das kommt dann, ich weiß nicht, ob das irgendwo noch vorkommt, aber du kannst dann wirklich sagen, also du hast dann noch Traits zum Beispiel, also du könntest jetzt bei einer Rolle auch sagen, ja, das, also du kannst dann, wenn du die Rolle applies, noch irgendwelche Sachen herumtun und kannst dann zum Beispiel überprüfen, habe ich die Rolle, habe ich dieses Ding und kannst wirklich absurde Sachen machen. Also das ist bei normalen, man kann es natürlich auch total übertreiben und dann die absurdesten Dinge bauen, die dann sehr fragile sind und so weiter. Aber es sind ganz lustige Dinge. Für was braucht man eigentlich parametrisierbare? Parametrisierbare Rollen sind super. Also gut, danke für die Frage. haben wir ein Beispiel für parametrisierbare Rollen? Ja. Also parametrisierbare Rollen zur Information sind quasi Rollen, wo ich hier, wenn ich sie use, noch zusätzliche Parameter mit übergebe. Ist das hier? Okay, da sind wir diese Exclude- und Include-Geschichten, aber das ist nicht das, was ich gemeint habe. Also nicht, dass du meinst. Ja, ja.
muss Power. Da. Oh, jetzt bin ich auf Search CPAN gelandet. Okay, ich nutze die kleine Ruhepause, ja, um anzukündigen, dass es in 50 Minuten jetzt hier mit Mu weitergeht, mit dem Johannes Markers davor. Die 40 Minuten spricht der Mohammed über Matthew. Und der Mark Overmeer geht drüber in Don und hält dort ein Template-Tool, Git Translations und Log Reports. Wenn man das lieber hören möchte als Matthew. Hier geht es um halb weiter, oder? Hier geht es um halb weiter, 10 Minuten Kaffeepause. Und solange Thomas da noch steht, also parametrisierte Rollen verwendet man so, dass man, wenn man die Rolle ladet, einfach einen Parameter übergeben kann. Hier sind zwei Klassen, Weapon und Wand, die einen Counter haben, eine Rolle. Und der Witz ist, dass ich jetzt quasi diesen Parameter in der Rolle verwenden kann. Also wenn ich eine parametrische Rolle habe, so wie hier, sage ich, der hat einen Parameter. Die Rolle selber wird dann hier in diesem Role, in dieser Role-Methode definiert. Ich kann hier auf diesen Namen zugreifen. Ja. Und kann jetzt in dem Fall zum Beispiel, baut jetzt ein Attribut, das Name heißt. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt den Counter hier verwende, den Enchantment oder Zept, könnte ich dann, wenn ich jetzt eine MyGameWand-Objekt initialisiere, hat das Ding ein Attribut, das Zept heißt. Und das Ding hat ein Attribut, das Enchantment heißt. Mit einem Increment und einem Decrement-Dings. Ja? Also ich kann dann quasi dynamisch die Rollen anpassen. Okay? Also die Rollen sind eben parametrisch, ich kann den Rollen Parametern übergeben und kann dann das, was die Rollen machen oder was für Sachen sie exportieren, in meinem Calling-Dings importieren. Ja? Wo habe ich denn das? Also ich habe zum Beispiel so einen JSON Inflator, glaube ich, mal geschrieben, also für DBAX Class, ja, der eine JSON-Datenstruktur in der Datenbank nimmt und daraus ein JSON-Objekt macht. Und wenn du das Ding ladest, sagst du with diesen JSON Inflator und du übergibst ihm dann die Namen der Columns, die inflated werden sollen, über einen Parameter. Ja. Und dann geht er diese Liste durch und initialisiert für jedes von diesen Dingen einen Inflator-Deflator. Okay. Dann danke sehr und ja.